Nächste Kurve. Oh, das gibt eine Zeitstrafe. Oh, oh ja. Ja, ich sag mal so, auf Ryzen kann man nicht zocken. Hast du den totalen Input-Lag und viel zu wenig Frames, ne? Ja, Glückwunsch, sehr gut. Die Runde ging an mich, ne? Absolut. Das sind fast 30 Sekunden. Nicht schlecht. Das ist viel. Ja, Leute, herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder in der Aufnahme. Mit dem Holzmann aus dem Hardware Lux. Wir spielen Project Cars. Ich grüße euch. So, wollen wir gleich mal gespannt sein, was da los ist. Ja, wir hatten das ja gesehen, wir haben gerade eben über CPU-Verbräuche gesprochen und so ein 5800X3D führt ja die Effizienzwertung da deutlich an. Ich glaube, da war es ja so, dass wir in vielen Spielen da locker so mit 60, 70 bis 80 Watt ausgekommen sind. Ne? Wie war deine Erinnerung da? Das mag wohl ungefähr hinkommen, ja. Ich befasse mich aber halt mehr mit meinem eigenen Rechner als wie mit anderer Art, ja. Und optimiere halt da, ne? Sehe halt den Standardverbrauch und kann dann halt gucken, was man machen kann, ne? So wie wir es früher gemacht haben, mit dem alten Phantom 2 oder so, ne? Ist ja halt die alte Matte in neu. Genau. Bei mir im Menü hat er jetzt hier für 60 Frames, die sind rockstable an der CPU, so knappe 37 Watt, schwankt aber auch 35, dann kommt jetzt das Intro, dann sind wir bei 40. Was denn, wie sieht's denn bei dir aus? Du warst jetzt auch im Menü, ne? Ja, ich stehe jetzt noch im Menü. Ich warte jetzt im Grunde genommen auf die Einladung, ne? Was meintest du, 100 Watt ballert da weg für 105 Frames, ja? 112, ja. 112. Ja, ist schon mehr als das Doppelte. Das wird wahrscheinlich im Spiel dann auch nicht anders sein, ne? Wenn der jetzt hier die 105 Frames dann kann man ja erreicht, ne? Müsste das eigentlich im Spiel auch nicht anders sein. Kann man ja ein bisschen mal das Auge drauf halten, ne? Mhm. Aber im Menü bist du halt schon mal deutlich ineffizienter unterwegs jetzt im Vergleich. Hast dabei aber eine höhere Auflösung, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel ist, wie die Grafikeinstellungen, die du deutlich höher hast wie ich. Mit der Grafikkarte hat man das aber auch. Ist logisch. Ja. Oh, ich erstell mal eben ein Spiel hier und lade dich mal ein. Ja, gut. Und wenn ich den Wagen auswählen kann, wir wollten ja mal nicht den Caterham fahren, sondern den Caterham mit etwas mehr Dunst drunter. Ja, du hast ja auch die Strecke Zoll nochmal und. Mhm. Ja, der behält ja unsere Einstellung von vorher erstmal, ne? Welchen hast du denn jetzt? Den super Light R500? Im Moment habe ich noch gar nichts verstellt. Ich habe dich nur erstmal eingeladen. Ich kann im Moment nicht klicken. Weil das Spiel hier vom Menü her gerade wieder gerne macht, wie es will, wie Fahrer will. Kann einfach nicht klicken, Fahrzeug. Das ist cool. Was ist das hier wieder für ein Bug? Ah, jetzt geht's. So, jetzt kann ich dann. Irgendwie schräg. So, der Superlight R500. Jetzt habe ich den. Ja, okay. Nehme ich dann auch. Musst du tatsächlich selber auswählen. Wollen wir da das Qualifying verkürzen oder so lassen bei? Wo ging das noch? Bei Einschränkungen oder so, ne? Ja, wir können. Ne, warte mal. Das ist die Rundenanzahl vom Rennen? Das ist dieses genau bei Einschränkungen. Aber ich kann es jetzt nicht verändern hier. Ich sehe tatsächlich aber auch keine Qualifying-Einstellung. Doch, die war drin. Einschränkungen. ABS zulassen und so weiter. Blablabla. Eventdauer, Runden. Ach hier. 20 Minuten. Ja, ne? Ich war nur wieder blind. Weil man das halt nicht so oft gemacht hat, bisher das einzustellen. Ich hab's jetzt auf 10 Minuten. Ja, okay. Das passt so, oder? Mhm. Ja, 20 Minuten ist tatsächlich ein bisschen viel, ne? Okay. Ja, aber für die Strecke dann zu viel, ne? So, Strecke passt, Wagen passt. Mal kurz hier halt tap und schauen mal im OBS an. Zu laufen scheint vernünftig. Aber sieht gut aus. Passen meine Settings immer noch. Ja, ist halt der Vorteil, ne? Kannst Windows Software neu installieren, wie du möchtest. Portable App kopierst da drauf, führst da raus, läuft. Ist cool. Ja, wollen wir loslegen? Für Start stimmen? Ja, hab ich gemacht. Okay. Ja, dann.
Na dann. Geht's. Oh, meine Grafikkarte zieht gerade so knapp 80 Watt. Jetzt kommt ja aber auch Envy Ink dazu, ne? Mit OBS Studio. Wo ich kostet jetzt im Prinzip 20 Watt mehr. Und eine CPU macht das gerade quasi gar nichts. Ich Sprich, ich habe jetzt habe hier 40 Ingame. Watt weiterhin. Ich fahre Ich habe gerade aus der Box 92 raus, Watt. weißt du? 92? Wobei Sogar genau. etwas weniger. CPU oder Grafikkarte? Die CPU. Okay. So, hast du Doppelte von mir quasi. Der ist auch extrem direkt, ne? Also ein Zug am Lenkrad und Man kann hier aber auch während des Rennens keine Audio verstellen, ne? Ich hätte jetzt ganz gerne das Ingame-Audio leiser gemacht, weil das wahrscheinlich. Weil der Motor von dem Wagen, der ist halt ziemlich, ja. Ja, meine Grafikkarte liegt jetzt so bei über 80 Watt mit OBS Studio und die CPU etwas über 40. Und viel tut sich daran noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich liege ziemlich genau bei dem Limit, was ich eben eingestellt habe, bei knapp unter 380 Watt, ne? Und die Frames, ja, die sind einigermaßen stabil, wohl Tendenz geht auch teilweise jetzt runter, sehe ich. Also, auch bis auf unter 90. Also, da ist immer noch nicht die Okay. Leistung da, um das Limit da einzuhalten, ne? Ja. Da reichen also auch die 380 Watt leider nicht. Schon sehr enttäuscht ist, ne? Grafikkarte dabei nicht voll durchtaktet, dann limitiert ja aber im Prinzip gerade die Tut sie CPU. nicht, richtig. Also die taktet nicht voll hoch, ja. Ja. Es sei denn, es hängt einfach tatsächlich am Power Limit. Das müsste man sich halt angucken. Ne? Das kann man sich aber auch anzeigen lassen mit Dings mit dem MSI Afterburner. Du kannst dir anzeigen lassen, ob er gerade im Power Limit klemmt oder Ach nicht so, ja, bei der das wäre natürlich Grafikkarte. gescheit. Da müsste ich eigentlich mal Aber. gucken, ob was die Karte nochmal für ein serienmäßiges Power Limit hat. Also in der Range müsste es ja eigentlich dann funktionieren, ne? Ja. Aber mehr als 380 Watt dürfte das eigentlich auch nicht sein. Okay, Das let's weiß ich move. nicht, Here's the big das one. müsste man mal nachgucken. Ja, das Geniale ist, ich habe jetzt OBS Studio laufen, auf der Grafikkarte und auf der CPU halt zusätzlich Last. Eindeutig. Ich habe trotzdem einen Input-Lag. Die Frames, die 60 sind bockstabil. Wir heizen einfach mal eine Runde. Einfach ein gutes System. So, CF wollen wir Qualifying gleich mal durch. Mal gucken, ob es für eine gute Zeit reicht. Ja, es hat mir für eine gute Zeit gereicht. Aber dann zeigt er mir die jetzt nicht an. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht wirklich Gas gegeben, damit man uns gut versteht, weil der Motor von dem Wagen hier voll abgeht. Jetzt quäle ich die Kiste mal ein bisschen. Er verliert aber auch gerne Grip, ne? Man hört die Reifen ein bisschen schluppern hier in Kurven, wenn du richtig Stopp drauf hast. Schon lustig, das da, ey. Also da Vollgas gehen, das ist gefährlicher als ein Formel 1 fahren, ne? Weil der fährt sich eh nicht gut wie die weniger motorisierte Version davon, ne? Diese andere Caterhändler, der Seven Classic. Ja, würdest du sagen, ist einfacher zu fahren, oder? Nee, ziemlich gleich. Allerhöchstens ist der hier ein bisschen schwieriger, weil der ja deutlich mehr Power hat, ne? Der Schwierigkeitsgrad ist ungefähr gleich, ne? So kann man das ungefähr sagen, ne? Ja, es wird halt simuliert, ne? Der andere war eben. Das hat so eine Simulation halt so an sich, ne? Ich auch. Jetzt zählt halt der Skill. Skill übrigens ganz wichtig hier beim Spielen. Was meinst? Skill ganz wichtig hier. Ja, entweder kannst du es besser oder eben nicht, ne? Das ist alles, was hier zählt. Und deswegen ist es halt cool.
Und ich habe aber echt alles raus hier, weil die Zeit fürs Qualifying läuft ab. So, ja. Unter 5 Minuten, ne? Mhm. Reicht aber noch für eine oder zwei Runden, ne? Ist so genial. Wenn du hier richtig Power gibst und den richtig rau ausreinst im Wagen, dann wackelt sogar der Seitenspiegel vor lauter Power, ja? Echt? Das sieht richtig lustig aus. Stoßfangkamera hier nicht. Wobei es könnte natürlich auch der Fahrtwind sein, ne? Muss nicht nur der Motor sein, der hier Rabauts macht an dem Ding. Ja, und damit belastest du deine Grafikkarte ja noch zusätzlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Solchen Scherz. Muss ja auch irgendwie auch berechnet werden, der Scherz, ne? 1,58 eine neue schnellste Runde gefahren. Wow. Ich habe den Wagen wohl im Blut, oder? Du Mist. Also wie du den Toyota fährst, ne? Diesen GT86, da sehe ich einfach kein Land, keine Ahnung. Du bist nicht eins mit dem Wagen, du bist dieser Wagen oder so. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass du mit dem Joystick spielst und ich fahre hier mit dem Lenkrad, ne? Mit dem Driving Force GT. Ja, eigentlich eine riesen Differenz, ne? Von... Ja. Manchmal hast du es einfacher, während ich es schwerer habe, und manchmal habe ich es dafür aber einfacher, während du es schwerer hast. Ja, gut, ich bin ja früher auch viel mit Lenkrad gefahren. Mhm. Und habe eigentlich so die letztlich, wo ich beide Sachen so testen konnte, also fast den Eindruck, dass es mit Joystick im Endeffekt besser geht. Okay. Das ist eine kühne Theorie, ich weiß, also wegen das Lenkrad jetzt. Aber ich habe so den Eindruck, dass man mit dem Joystick, je nachdem wie man ihn dann nutzt, einfach noch etwas bessere Reaktionen drüber bringt. Hm, okay. Aber ja, je nachdem, ne? Subjektiver Eindruck halt, ne? Mhm. Wenn du das so fühlst, dann bist du halt tatsächlich auch so dann halt besser. Also ich glaube, ne? Einfach, dass man da nicht unbedingt Nachteile hat. Ich habe meine Zeit lang habe ich Need for Speed Porsche und auch den alten Grid-Teil habe ich mit so einem Xbox 360 Controller gezockt. Und seitdem ich dann das Lenkrad hatte, war ich einfach, das war gar kein Vergleich, ne? Ich bin mit Lenkrad einfach besser. Sehr viel besser. Mhm. Das ist eigentlich prinzipiell in jedem Rennspiel auch so, ne? Was auf jeden Fall so ist, dass das Fahrfeeling natürlich sehr viel authentischer ist, ne? Ja. Also... Das hebt natürlich auch den Spaßfaktor immens, ne? Hm. Ist auch egal, ob das so eins ist hier mit Edelstahl und Leder, oder ob das hier so ein Kunststoffteil ist wie das Driving Force GT, ne? Also ich stehe ja auf Holzlenkräder. Dann ist es auch cool. Der Funktion an sich aber erstmal keinen Unterschied, ne? Das sind ja nur die Materialien, ne? Okay. Kannst die Lautsprecher ja auch berechnen und so weiter und so fort, ne? Chassis, du brauchst dann Gehäuse. Das eine Holz ist einfach nur teurer wie das andere, aber von der Funktion her ändert das dann halt irgendwie eher mal gar nichts, ne? Solange es beides stabil genug ist zum Beispiel, ne? So von wegen Vibration, Dämpfen, dann hast du nie gesehen, ne? So, mal sehen, ob mir hier noch eine gute Runde gelingt. Nein. Okay, die Zeit ist gleich schon um, ne? Ja. Schaffe ich auch gar nicht mehr, die Runde hier fertig zu fahren. Eine Verbesserung flöten, also in 10 Minuten doch zu wenig. Ja, dann geht's jetzt ins Rennen rein. 6 Runden fahren wir, ne? Ja. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme, immer wenn der Motor richtig abbrüllt, dass das nicht klippt, ja. Wenn was? Naja, wenn der Motor so laut ist,
kann passieren, So, dass die Aufnahme, dass das Spiel dann zu laut ist und dann klippt das halt wie blöd, ne? Dann ist halt quasi der Sound im Eimer. Ein undankbarer zweiter Startplatz. Und Fall. Jetzt geht's um Wars hier. Oh, der rutscht mir schon beim Start hier weg. So tückisch ein Hubbel und das Ding geht der weg, ne? Verdammten Fliehkräfte. Und dabei zu wenig Erdanziehungskraft. Oh, die habe ich jetzt völlig verdrängt. Einmal komplett raus, Hülle. Ja, benutzt und vorbei. Ja, kann ich gerade sagen. Besser gefahren halt, ne? Ganz einfach. Dass mir so ein Abflug auch noch bevorsteht. Ich hab gebremst, so gut ich konnte. Wollte ich ja nicht abschießen hier. Unfassbar. Ich kann hier kein Vollgas geben. Geht ja nur weg. Ach nö. Piss. Jo, Tempolimitstrafe, ne? Ganz klar. Oh, dann ziehen wir mal. Muss ausgenutzt werden. Aber schön Kopf an Kopf rennen hier wieder. So macht das wieder Spaß. Endlich mal wieder ein Gegner in dem Spiel hier. Halbzeit, ne? Mit der Runde. Könnte man auch so sagen, ja. Halbzeit. So, solange man sich noch im Rückspiegel sieht, ist mal alles offen. Jetzt mal gerade das eine Schiff, wo man sehen kann, wo ich hier Gaspedal und so mache. Jetzt habe ich aber Tempolimitstrafe erstmal gekriegt. Eie. Du bist gerade ausgefahren, ne? Im Augenblick nicht aufgepasst, weil du da umstellst. Lässt du ja da die
Prozentzahlen anzeigen über die Stellung von Gasbremse. Mhm, habe ich mal gerade eingestellt. Da kann man so ein bisschen sehen, was ich jetzt mache. Ich und mein Bleifuß hier. Fände ich halt auch mal interessant, nachher das in der Aufnahme zu sehen, ne, was da so mit den Reifen so passiert und so. Mhm. Steckt ja einiges an Mathematik dahinter, ne? Gute Simulation eben. Wenn einem was Interessantes auffällt, dann kann man im Motorenzimmer fragen. Ja, ich finde, der hat Plan. Fahrphysik hier bei Projekt Cars finde ich immer noch ungeschlagen. Vor allem auch besser als im zweiten Teil. Mhm. Den Teil kenne ich noch nicht. Ja, das war ja bei Assetto Corsa auch so, ne? Ganz merkwürdig. Der erste Teil, der war mega. Da gab es halt diese Frühlingsaktion mal bei Steam. Dadurch habe ich das dann mal getestet und fand das richtig klasse. Und dann gab es halt diesen neueren Teil, dieses Kompetition, ne? Das ist im Vergleich irgendwie der totale Murks, ne? Also spielerisch, wenn du nicht wirklich ein Rennfahrer bist, hast du verloren. Das war dann für mich halt kein gutes Spiel in dem Sinne. Es gab mal noch vor Projekt Cars ein Simrace-Spiel für PC, wo man auf die Nordschleife fahren konnte. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, welches das genau war. Need for Speed Shift weiß ich, dass man da Nordschleife fahren konnte. Könnte sein. Habe ich auch mal ein paar Mal mit jemandem gespielt, aus einem anderen Forum. Hat auch mega Spaß gemacht. Aber das war halt noch ohne Aufnehmen und solche Sachen hier. Schon viele Jahre her. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Warum? Hey, natürlicher Druck jetzt hier, wenn ich dich immer größer... Ich werde größer im Rückspiegel jetzt wieder, ja? Viel zu groß. Ich das Gas doch mal durchtreten. Ja, sowieso. Zeiten fahren. Was machst du da? Das sah cool aus. Das könnte in dem Video richtig cool aussehen. Ich glaube, das packe ich dann mal so videotechnisch. Dieses kleine Stück, wie du da so richtig schön abfliegst, das packe ich einfach an den Anfang. Und dann lasse ich einfach das Video an sich einfach einblenden. Cool, das gibt Arbeit. Ein bisschen. Wenn es richtig angeht, dann ist das sehr flott gemacht. Da muss der Rechner gar nicht lange für rumqualmen oder so. Entweder machst du das über ein Script. Mit StackScript direkt. Mhm. Das könnte man machen. Da benutzt halt das NCH Videopad. Nimmst den Lossless Export. Da kopiert die Bilder nur von A nach B, was du da, was, je nachdem, was du deiner Timeline gemacht hast, und dann ist gut. So ein bisschen Datenträger lassen dann. Bis auf das Einblenden, da muss die CPU ein bisschen verqualmen. Aber das ist halt auch nur das Stück, wo man die Bilder verändern muss, ne? Mhm, bin gespannt. Das Schwierigste ist ja wirklich, hinter einem zu bleiben. Ohne ihn abzuschließen. In der Tat. Wenn du halt tatsächlich so die Strecke fährst, wie der andere sie fährt, ne, dann hast du halt keine Wahl, ne? Ja, du siehst halt vor allem auch deine Strecke nicht mehr wirklich. Boah! Gut, aber hart. 6, 5, 4, 3, 2. Ja, du verdrängst, dass da so böse Kurven manchmal kommen, ne, und dann hast du die A-Karte. Kann schon mal passieren, ne? Selbst mit hervorragender Schreckenkenntnis. Passiert sogar schnell, ne? Ja, durchs Unterhalten alleine schon, ne?
ich weiß, was du meinst. Weil ich kann halt gut gegenarbeiten mit dem Lenkrad, ne? Weil du es halt fühlst mit Force Feedback, ne? Ich weiß nicht, ob dein Joystick da jetzt auch Force Feedback hat, oder? Nee, selbstverständlich nicht. Weißt du? Dann fehlt dir da einfach das Gefühl, dann hast du halt einen Nachteil dabei, ne? Mhm. Shit. Von der Strecke hier. Ja, knappe Aktion hier, oder? Das ist noch nicht vorbei, also. Runde 6 von 6, Alter. Viel geht jetzt hier nicht mehr. Ich hatte einen guten Start, aber dann bist du einfach besser gefahren bisher. Sieht's halt mal aus. Schwach gestartet und dann stark abgefallen. Ja, da hast du mich platt gesägt. Ja, aber kann man nicht sagen, ne? Guck mal, ist nicht viel Zeitdifferenz. Ne? Das ist eine Sekunde, ne? So. Gib mal Daumen. Oh, ja, geil. Weniger. Sogar. Ja, nicht schlecht. Ja gut, wäre ich die ein oder andere Stelle nicht so rausgeflogen, dann wäre ich wahrscheinlich da und noch ein bisschen weniger Zeit. Könnte ja sein, aber hätte Fahrradkette, ne? So ist es. Das Gesamtergebnis zählt. Hat dabei The Fast and the Furious auch immer gesagt. Ist egal, wie weit du einen Abstand mal hattest, ob es ein Inch oder eine Meile ist gewonnen, ne? Sollen wir nochmal eins machen jetzt hier mit einem ganz anderen Auto? Ja, wollen wir eine andere Strecke fahren oder willst du dabei bleiben? Was wäre dir jetzt am liebsten? Ach, an sich nur ein anderer Wagen ist eigentlich ganz angenehm. Die Strecke macht ja schon Spaß, ne? Ja, gut. Dann suche ich uns mal was aus, ja? Mhm. Oder, ich hätte richtig Lust. Du bist auch hier so ein BMW-Freak, wir können ja diesen M3 da nehmen, diesen alten, ne? Das können wir, oh ja, den alten. Nein. Den E30 meinst du, ja? Group A. Ja. Oh ja, der war cool. Ich dabei. So, einer der ersten Wagen, die ich richtig schön getreten habe in Assetto Corsa. Mhm. Einladen muss ich dich ja jetzt nicht dann, ne? Ne, wir sind ja noch in einer Sitzung, ne? Ja. Brauchen ja nur für Start stimmen und dann geht's los, ne? Gut. So, jetzt ist das ein paar Tage her, wo wir das gefahren sind. Jetzt habe ich überhaupt, ne? Erstmal lost mit dem Wagen. Aber den kriegen wir schon in den Griff, ja. Ja, ich bin ja mit dem Wagen unschlagbar. Ja, bei Hot Pursuit 2, bei Need for Speed damals, den M5, weil da fahre ich die KI platt. Immer Gold, immer Gold, immer Gold. Einen Gegner hatte ich da tatsächlich leider noch nicht. Vielleicht traut sich ja mal jemand, weil er meint, ah komm, ich zeig dir mal, wie es geht. Wäre ja mal interessant. So, wo wir da auf der Einsitzung unterwegs waren, hat das auch Bock gemacht, ne? Mhm. Diesen ein, zwei Leutchen da. So, die sind halt auch. Die sind echt anständig gefahren, das hat Spaß gemacht, ne? Ja. Bis dann ja dieser eine Cheater dazu kam, der dann mal meinte, er muss da rumrannen. Ja, das hat aber am Ende auch was, ne? Weil keine KI dann war, ne? Ja. Na gut, der hatte dich da ein, zwei Mal ganz übel rausgeschlagen, ne? Ja, hat er mit Absicht gemacht. Die ganze Zeit ja, ne? Ja. Ist dann halt natürlich nichts mit Sportlichkeit, ne? Ja. Da fahre ich besser oder nicht. Aber später habe ich ihn dafür ja komplett platt gesägt, ne? Mhm. Konnte halt nicht, war ja, ne? War ja auch schneller weg, als er da war, ne? Ja. Ein halbes Qualifying oder so. Ja. Muss eigentlich mal gucken, ob man irgendwie rausfindet, mit wem man zuletzt gespielt hat, ob man da einen Freundschaftsantrag raushauen kann und dann kann man sich vielleicht öfter treffen. Mhm. Selbst wenn die nicht unsere Sprache sprechen, so, oder? Ja, das spielt ja nicht in Uniform, oder? Ich
Ich glaube leider nicht. Machen, ne? Also wie gesagt, selbst wenn die nicht mal dieselbe Sprache sprechen wie wir, ne, kann man sich ja trotzdem zum Fahren verabreden. Das ist ja kein Problem. Ne? Mhm. Da kann man sich wohl verständigen. Ne? Das hatte ich mir auch schon überlegt, wenn du so ganz alleine mal an so einem offenen Online-Race teilnimmst und da irgendwie jemand bemerkt, der irgendwie gut fährt, also fair und auch irgendwie von der Leistung her passt, ist den dann mal da anzuhauen, ne? Ja. Also ein bisschen Broken School English dürfte wohl reichen, um sich da mal zu verständigen, ob man eine Runde zusammen fahren möchte, wenn man sieht, dass da jemand online ist, ne? Eben. Das sage ich mal. Ja, bist aber auch ganz gut dabei mit dem Wagen, ne? Hast du auch gut im Griff. Mhm, ja, komm mit dem auch so ganz gut klar. Mit dem Wagen, das ist, merkst du direkt schon wieder, das ist genauso wie Marco Degenhardt zum Beispiel auch sagt, die haben einen schönen Drehmoment unten im unteren Drehbereich raus. Da kannst du schon mal merken, dass so eine Simulation gar nicht so übel ist, ne? Wenn das umgesetzt wird. Er hat einfach schön Saft auch unten raus. So macht doch dann so eine Simulation auch richtig Spaß. Ich glaube, warst du gerade besser als ich. Ziehst du mir davon. Kommst halt besser auch raus aus der Kurve dadurch, ne? Ja. Aber du bist jetzt trotzdem eine schnelle Runde gefahren, erstaunlich. Wie soll das gehen? Ich verstehe jetzt aber auch nicht. Er hat gerade eben gewechselt von 1 auf 2 bei mir. Bisschen schräg. Die scharfe Ist-Kurve, ne, oder? Ja, irgendeine gemeine Kurve. Okay. Aber noch schneller ist ja dann die nächste rechts. Ne? Ost-Kurve kann man ja nicht sagen, das ist so eine richtige Zacke, ne? Ja, wie nennt man das? Bei der Formel, ja genau, Schikane. Mhm. Meine ich jedenfalls. Ja. Bei der Formel 1 gab es auch diese Spanien-Strecke, die hat da auch so. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hat bei GP2 damals immer Spaß gemacht, da hatte ich die Strecke voll drauf. Kannst du noch Michael Schumacher machen? Etwa sogar 4 Minuten noch. Rausgefahren. Ja, aber gut gefangen. Sehr gut so. Also das war keine Überholchance oder? Ne? Hast du gesehen, wie ich dagegen gelenkt habe, oder? Nee, ich hatte nicht die Chance, dich zu überholen oder so, ne? Okay. Das war halt echt ein Minimalschnitzer, ne? So, jetzt die Schikane und dann, wenn man die verlässt dann auf der Geraden danach zur nächsten Kurve. Oh, das gibt einen Zeitstrafe. Oh, was? Oh, weia. Oh, weia. Hast du mich? Er hat sie aber schön weggedreht. Das sah ja gut aus. Hast du noch oder? Nee, nee. War das jetzt, weil ich einmal so gedreht habe? Ja. Wir sind nicht im Rennen. Ich hatte gut 2 Meter oder so Abstand von dir und auf einmal drehst du dich komplett weg. Mhm. Ja, war mit abgenutzten Reifen plötzlich ein Steinchen irgendwie. Nicht so dein Freund oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber die hat sich da schön weggedreht, ne? Vor allen Dingen direkt die Platzierung verloren. Komisch.
Das reicht doch gar nicht, nicht mehr für eine weitere Runde, ne? Ja. No, 2 Minuten, no, vielleicht doch. Ich glaube, man fährt die Strecke ja so 1,40, ne? Wenn die Leistung vom Wagen reicht zum Beschleunigung. Ausfahren kannst du sowieso keinen Wagen hier, weil dann kommt ständig die nächste Kurve, ne? Mhm. Kann ja nur die Beschleunigung sein, die ausreichen muss, ne? Um weiterzufahren. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Was hatten wir eben für Zeiten gefahren? Ich hab's vergessen wieder. War deutlich über 2 Minuten, ne? Ah ja. Ich weiß es nicht. Ich guck mir das immer schön nach in der Tabelle an, dann muss mir das nicht merken. Zählt ja sowieso immer nur das Endergebnis von dem, was man gerade gefahren ist, ne? Mhm. Nimmst du einen anderen Wagen, kann das schon wieder völlig egal sein. Dann passt ja auch gar nichts mehr. Wir können ja auf die Krawallkitzel wechseln vom letzten Mal. Der beschleunigt deutlich härter, dann sieht das schon alles schon wieder ganz anders aus. Mhm. Dieses Nesca oder keine Ahnung. Was hatten wir da? Ja? War das eine? Mhm. Das war voll auf Krawall foliert mit Pommes-Theke, ne? Mhm. So wie er hier, nur mit richtig Leistung, ne? Und nicht so ein süßes kleines BMWchen. Mit Turbo wahrscheinlich. Das ist ja hier ein Sauger, ne? Mhm. Vermute ich mal. Ja. Er macht jedenfalls kein. Wie JP Performance das immer so schön macht, ne? Er imitiert das immer so gut. Die Turbogeräusche. Hast du ja bei dem Wagen hier nicht. Ich glaube, das ist ein 2,5-Liter Sechszylinder. Mhm. Was auch schon ziemlich nice ist. Also ein Kumpel von mir, der hat mal so mehr oder weniger einen Sleeper gehabt. Den E36. Das müsste das Modell nach dem hier sein, 3er BMW. Ja, das war auch, glaube ich, ein 2,5er oder so. Der sah von außen halt aus, ja, es ist halt ein netter 3er BMW, so, ne? Mhm. Wir mochten den früher als Jugendliche schon ganz gerne, wenn wir den gesehen haben. Irgendwie war das halt für uns ein schöner BMW, ein schönes Auto einfach. Mhm. Ja, und dann hat er mich halt hops genommen mit seinem Sleeper, ne? Wir waren einfach ein bisschen durch die Gegend gefahren und waren auf der Autobahn. Und dann geht er halt auf die ganz linke Spur, wo freigegeben ist, und hat heimlich noch auf Sport umgeschaltet und drückt voll rein, ne? Ja, drückt sich plötzlich in die Sitze und der Motor brüllt und denkst du, was ist denn hier plötzlich los, ne? Ja, das hast du den Wagen, ja, sonst hast du den Wagen. Viel. Jetzt waren so 200 Unterschied, glaube ich, jetzt in der. Weil das hast du den Wagen sonst so nicht angesehen, ne? Und der war auch recht laufruhig, wenn er den nicht voll getreten hatte, so, ne? Und dann kam das Überraschungspaket auf der Autobahn. Pupp, in die Sitze. So. Respekt, jetzt. Also außer drei was, okay? Was meinst? Respekt, Tracklimits sind so außer drei was. Geht's immer vorbei, mir ist im Prinzip dasselbe passiert. Geht's immer Wurst hier. Ich werde echt schon konzentrieren. Ja, abgeflogen. Oh, weia. Und auch noch. Aber guck mal, erste Runde von 6. Da ist noch gar nichts entschieden, ne? Kann doch ganz anders laufen. Dann ja, sehe ich vielleicht doch noch alt aus. Einsam da nochmal dran zu kommen, aber es ist immer schwer. Nur nicht stressen. Geht da um nichts. Das ist ja nur just for fun. Mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Ja, mir ist ja meistens so, dass meistens gewinnen
Meistens verliert man und meistens gewinnen die anderen. Ne? Das ist aber sehr pessimistisch. Optimist mit Erfahrung. Glück ist ja halt auch, spielt ja auch viel eine Rolle. Ne? Nicht nur Skill, das ist ja was. Ja, wenigstens ich sehe dich noch. Da kann der Schnitzer ja nicht so schlimm sein. Dann ist ja wirklich noch alles offen. Ich muss mir jetzt wenigstens keine Sorgen machen, dass wenn ich in die Eisen gehe, dass du mir hinten drauf wärst. Das ist ja auch schon mal gut. Ist aber jetzt auch noch zuletzt von dem Formel 1 2018 dieses Rennstrategie fahren, ne? Also, wie du halt irgendwie fährst, dass du die Reifen nicht so krass abnutzt und so, ne? Du fährst halt auf lange Sicht halt natürlich auch besser, ne? Wenn du in den ersten zwei Runden, sage ich mal so, daher deine Reifen schon komplett platt fährst, ne? Dann siehst du natürlich ab der dritten Runde gegen mich kein Land mehr, ne? Hast halt weniger Grip. Das ist aber auch böse, ne? Wenn du da so richtig Meisterschaft, wenn du das spielst gegen die KI da, diese, keine Ahnung, wie viele Rennen das dann sind, jedes Mal zweimal Training oder ich glaube sogar dreimal, dann noch ein Qualifying und dann ein Rennen, bis du eine Strecke abgeschlossen hast, da hast du, weiß ich nicht, 3 Stunden oder so gespielt, ne? Mhm. Dann hast du aber zum Schluss in dem Rennen dieser Strecke, hast du die Strecke aber wirklich drauf, ne? Ja. Nur meistens zu spät dann, ne? Kann man halt auch mal, weil das ja nun mal keine schlechte Simulation ist, kann man halt aber auch mal merken, was so ein richtiger Rennfahrer, was der da eigentlich für eine Tortur durchmacht, ne? Mhm. Ja. Wenn die da wirklich um die Wurst fahren, ne? Ist schon eine Nummer, ne? Dagegen ist ja das, was wir hier gerade machen mit diesem Spiel hier, ist ja Tünnif, ne? Guck mal, was da alles fehlt. Was du halt nicht kriegst über den Rechner, ne? Inklusive Lebensgefahr. Kann ja halt immer mal was passieren, ne? Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas knapp antworte, aber ich muss mich wirklich konzentrieren. Mhm. Überhaupt noch dran zu bleiben. Also den Abstand nicht noch weiter ansteigen zu lassen, ne? Ja, den Schnitzer kannst du ausnutzen zum Aufholen. Die Kurve war gerade nicht meine. Kannst du mal sehen, ne? Also eine ja, er kommt näher am Rückspiegel. Ja, so schnell geht's, ne? Wenn man nicht aufgepasst und zack. Ach, Zeitstrafe, nur wegen so ein bisschen. Ach nö, ne? Scheiße. Also manchmal finde ich, das Spiel ist dann doch ein bisschen übertrieben, ne? Also was das anbelangt. Ja, das ist ja wirklich sehr pingelig, ja. Wir müssen auf einen alten Need for Speed Teil wechseln, und brennender Asphalt oder so. Da gibt's sowas nicht. Da ist das sogar vom Vorteil, wenn du die Kurven schneidest. Ist aber halt sehr viel mehr Arcade als Simulation, ne? Aber macht auch Spaß, immer noch. Ja, was ziehen wir jetzt hier raus für ein Fazit? Fazit,
dass es im Moment ausgeglichen ist, insgesamt, also ausgeglichen ausgehen wird, bei zwei Rennen, die wir hier gefahren sind, ne? Also das schätze ich mal, da komme ich nicht mehr an. Ja, ich sag mal so, auf Ryzen kann man nicht zocken, hast den totalen Input-Lag und viel zu wenig Frames, ne? Oh, sei ja, ey. Ja, also CPU ist etwas unter 100 Watt, sagen wir mal, so 95 Watt, ne? Was hast du da nochmal? Die Hälfte, oder? Ja, so 40, ne? Kann man nachher in der Aufnahme sogar sich auch nochmal angucken, dann kann man ein bisschen hin und her setten. Mhm. Kannst du sogar über den Zeitverlauf nochmal gucken, inwieweit das vielleicht auch geschwankt hat. Ein bisschen schwanken tut es ja sowieso, ist ja logisch. Weil die Last ist ja auch nicht immer gleich, ne? Kannst du mal die Hände vom Lenkrad kurz nehmen für 5 Sekunden, oder? Und dann? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Auf einer langen Geraden, da geht das. Da sollte ich das natürlich in Kurven machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich muss aber auch sagen, dass seine 5,4 oder 5,5, was hier natürlich auch Krawall hochgekloppt, ne? Alles was geht. Mhm. Kann man ja auch machen. Für Benchmarks ist das natürlich cool, macht halt Spaß, ne? Ja. Holst halt das meiste raus. Ich hätte das ja nicht gemacht, aber noch keinen Bock, das jetzt umzustellen. Die Grafiker, da haben wir ja angepasst. Die verbraucht jetzt immer so viel. Ich sag mal so, den Sweet Spot zu finden, das dauert halt auch, ne? Muss halt lange testen. Muss es ja halt auch immer wieder messen, ne? Mhm. Dieses Performance Efficiency Side bietet sich dafür halt an, das funktioniert sehr gut. Wie man eindeutig sieht, ne? In gewissen Vergleichen, funktioniert das sogar besser als so, hier. Jetzt, ja, in der letzten Runde, ja, das wird schwer. Das funktioniert ja sogar besser wie Automation ausreizen. Ne? Mhm. Funktioniert auch nicht schlecht, ich bin wirklich sehr, sehr nah am Sweet Spot dran. Und ja, fürs Gaming hast du hier so Mühe mehr Takt, ja. Ob ich den brauche, ist eine andere Sache. 25 MHz sehe ich gerade. Bei, ja, im Prinzip immer noch Teillast. Und die Frames sind dieselben, also Tönnies. Mhm. Aber die 2-3 Wettchen, ja, meinetwegen, weißt du? Meinetwegen. Ist ja nun nicht der Rede wert, ne? So, Alter, die letzte Angriffsmöglichkeit. Ich muss versuchen, über die Bremse noch zu gewinnen. Auch kein Fehler mehr. Holst auf, holst auf. Wir gehen jetzt einfach die Runden aus. Hast deine Fahrweise noch dem Wagen und der Strecke angepasst, nach dem was möglich ist und noch was rausgeholt. Sonst wär's diese Kurve wieder, ne? Wenn du den Schnitzer jetzt ausnutzen kannst, ne? Alter. Ja. Jetzt aber. Jetzt ging mir die Karre im verkehrten Augenblick. Aber gewonnen ist gewonnen, ne? So ist das. Ja, zieh gerade jetzt. Ja, kannst du gleich den Fast and the Furious Spruch zu mir bringen, ja? Ja, ich hätte vielleicht mal. Ich schulde dir jetzt ein 10 Sekunden Auto. Da musst du jetzt mit dem verrückten Wissenschaftler erst den ganzen Motorblock auseinandernehmen und die Kolbenringe austauschen, die ich verblasen habe. Mein Gott, zwei Rennen hintereinander gewonnen. Ah, ja, nicht schlecht. Das ist unfassbar. Auf dem Kurs. Aber hier passt irgendwas mit der Zeit nicht, ne? Ich habe hier 11 Minuten und 7 Sekunden und du 10:57 für alle 6 Runden. Ja, das ist doch, ja, das ist doch ziemlich knapp. Kaum Unterschied im Prinzip. Die Frage, fahren wir da noch eine Revanche dann?
Ja, lass uns mal den Mercedes AMG fahren. Ne? Ich hab richtig Lust drauf auf den Wagen. Der war echt. Ach so, den kleinen da Den meinst du. A45, ja, der ist knuffsch. Oh, AMG, überarbeitet von Motorenzimmer. Ach Sie mal so, suchen. du bist gerade ausgetreten, ne? Muss ich noch mal einladen. Bin ich? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Weil ich sehe dich Dann in der Liste nicht mehr. brauche ich ja nur die Einladung anzunehmen, ne? Genau, dann bist du ja wieder da. Jetzt bin ich aber trotzdem noch in der Autoauswahl. Du wurdest von der Multiplayer-Sitzung ausgeschlossen. Okay. Ja, Ja, keine Ahnung. vielleicht beende ich die Sitzung einfach mal, gehe selber raus. Dann machten die Aufnahme, ja. Soll ich erstellen, oder? Scheint alles noch zu laufen. Ja, ich kann es ja noch mal probieren einfach. Und lade dich ein. Was auch immer da schief gelaufen war. Eigentlich hast du Einladung. Ja, habe ich jetzt angenommen. Aber der geht bei mir aus dem Menü nicht raus. Doch, jetzt kann ich dann auch für Start führen. Ja, hat wohl gepasst. Spinnt das bei dir jetzt gerade, oder? Ach, weißt du was? Müsste eigentlich jetzt passen. Wir machen, wenn du nicht reinkommst, hier machen wir Doch, meinetwegen. ich bin drin. Es müsste eigentlich. Ich sehe dich in der Liste, aber nicht. Komischerweise. Warten auf null weitere Tatsächlich, Spieler. ja. Warte mal, Wir machen jetzt einfach angesprochen. kurz einen Prozess. Wir beenden das Spiel einmal und starten das Oder neu. warte mal, ich versuche es noch einmal. Ich muss, glaube ich, ja auch das Fahrzeug wählen, ne? Wie immer. Ja, du müsstest erstmal meine Einladung annehmen und in Das meine habe ich ja Sitzung schon. eintreten. Du erscheinst da nicht auf meiner Liste Ach hier. so, okay. Das ist das So, Komische. nochmal Einladung befolgen. Ja. Normalerweise warst du ja ruckzuck, du bist nicht in der Liste, ne? Ach, hier, der hat hier so einen komischen Scrollbug, deswegen. Du kannst hochscrollen, obwohl da nichts zum Ach so, Hochscrollen ist. okay. Also irgendwie hat das Spiel teilweise echt ziemlich dämliche Bugs drin. Ja, für Startstimmen. Na klar. Ey, das sind dann so Sachen, weißt du, das blickst du nicht auf die Schnelle und denkst du, was ist hier los, verdammt? Ja, vielleicht ist das auch hier so ein Meltdown-Spectre-Angriff. Who knows, ne? Los. Schalte ich das Overlay mal aus. Ich will das Spiel vernünftig genießen, ohne die ganzen Daten. Ich weiß, dass alles cool ist. So, wir Ja, haben jetzt jetzt. hier quasi einen Jetzt. kleinen Wagen. Dann versuchst du es jetzt nochmal, ne? Ja, gucken wir mal. Was wir mit dem Wagen hin wegschaffen. Ei, ei, ei. Da muss aber in die Eisen gehen vor der Kurve hier, wa? Ich glaube, der Tag heute war schon ein bisschen zu lang. War mir teilweise auch ein Was Kack jetzt? zusammen. Wenn wir das sonst zuletzt gespielt haben, habe ich dich deutlich öfter abgesägt, ne? Ja, kann man schon sagen. Ist vielleicht die Rennstrecke doch nicht das Optimale? Obwohl die schon ganz gut, ne? So insgesamt. Ist halt keine besonders schnelle Strecke, ne? Man kann auch ehrenhaft verlieren, ne? Ja? Ja. Klar, kann man. Bei 2 Sekunden Unterschied, ne? Und man sieht ja Ja, die das ist Schnitzer und natürlich. so, ne? Die da durchaus Kann beide natürlich. machen. Das muss man sowieso erstmal mal wieder, weil der Wagen sich ganz anders verhält, erstmal sich hier reinfahren. Eigentlich wolltest du ja bei der Formel 1 da, ist ja eine Strecke ein bisschen üben. Ja, Da habe ich dich habe da ich so, aber da habe ich Stück dich so vor Stück. übel. Da habe ich dich so ganz übel abgeledert, ne? So fast mit Überrunden oder so, ne?
Auf jeden Fall jede Menge Zeitdifferenz. Ja, da muss man sich warm fahren. Das ist halt, ne? Dieses DRS und dann mit Jeff da kommunizieren und diesen ganzen Bla. Das machst du nicht mal eben in einem Crashkurs, wenn du mal zwei Runden fährst. Ja, da brauchst du so ein bisschen. Da muss man sich halt. Einfallzeit, ne? Genau. Man muss sich da richtig schön warm spielen. Die Steuerung richtig drauf kriegen, damit man vernünftig fahren kann. So was halt. Wenn du dann noch diese Rennstrategie dadurch dann auch noch drauf kriegst, dann sehe ich wahrscheinlich auch noch weniger Land gegen dich. Weil du kannst das ja hier auch anwenden, ne? Ja. Sobald du einmal den Wagen drauf hast, wie er sich verhält auf der Strecke bei Kurven und Bremsen und hast du nicht gesehen. Und Einschlagwinkel und all das, der ganze Zielover, was da so passiert. Sehen, was die Rundenzeiten dann sagen. Vielleicht gelingt mir der Hattrick auch mal auf Platz 1 zu stehen am Start, ne? Nee, sieht nicht so aus. Schnellste Runde gefahren. Okay, läuft. War ich ein Müh schneller oder was? Ja. Da ist einfach der Abstand jetzt momentan so groß, dass man da noch einfach andere Zeit noch dazwischen fahren kann, ne? Du bist halt eher aus der Box raus wie ich, ne? Ja, das meinte ich jetzt. Das wird sein, ja. Du musst recht haben. Die Strecke geschnitten. Ich hab ein paar Poller weggefahren. Uff. Ja, was ist das, wenn man an die Grenzen geht? Sich hier einfährt, ne? Ja, eigentlich ist das Qualifying ein bisschen zu kurz dazu. Gott, jetzt hat sie mir ausgetragen. Aber nicht zu knapp, ne? Jetzt sowieso rausgegangen oder habe ich dich jetzt rausgeschoben? Nee, ich bin von selber rausgegangen. Wir beide jetzt, ne? Ja, aber ich war so links von dir und ich konnte nicht rum. Kann sein, dass ich dich zum Teil auch noch geschoben habe. Nee, habe ich nicht. Nicht beabsichtigt, aber sah so ein bisschen danach aus. Das ließ sich nicht vermeiden. Eigentlich versucht man sich ja nicht zu beeinflussen, ne? Fairplay. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Das kennt man bei der Formel 1, ne? Wenn es dann doch mal kracht, ne? Und nicht zu knapp kracht. Und dann fliegt so ein Kotflügel weg. Oder ein Heckflügel. Oder weiß der Geier was nicht alles. Dann fängt er an zu hüpfen, weil die Reifen aneinander kommen. Ja, als alter Michael Schumacher-Fan kennen wir diese ganze Action alles. Haben wir alles gesehen? Live? Muss man aber lesen, ne? Strecken wieder. Das wird nichts mit der besseren Rundenzeit. Na, mal schauen.
ich habe mich in irgendeinem Sektor 2 wohl verbessert gerade. Auch ganz nett. Der scheint ein Turbo drin zu haben, der pfeift. Beim Abtouren so. Ja. Also war er doch nicht beim Motorenflimmer, sondern bei JP hier. Oder bei Pro Boost, das ist halt Stage 1 Abstimmung hier. Ein bisschen Pfeffer. Müsste eigentlich mal Need for Speed Porsche mal wieder reinpacken und JP Performance seinen pinken Porsche mal nachbauen. Ja. Das wäre auch mal lustig. Hast du gesehen, ja? Nee, ich glaube, das habe ich nicht gesehen, ne? Das ist ja auch auf YouTube, ne, mittlerweile. Du brauchst ja kein TV mehr, um TV zu gucken. Das ist cool. Ja. Alten Porsche. So aus den 90ern. That's our second warning for cutting the track. Hat den komplett lackieren lassen und so ein richtiges, knalliges Pink, ne? Aber sieht echt gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das auch so gefällt, ne? Das wird ein richtig cooles Teil. Das ist so ein Projekt, was er da macht. Ein Zeitprojekt, das gibt ja auch schon länger. So, jetzt geht's gleich los, ne? Mhm, gleich geht's um eine Wurst, vielleicht nur noch 20 Sekunden, ne? Eigentlich gar nicht mehr auf Ziellinie hinausfahren, ist alles schon vorbei hier. Machst du nichts mehr. Wobei, ich glaube, ich komme noch rüber, mal gucken, ob ich noch einen neuen Rundenrekord schaffe. Nee, natürlich nicht. Das wäre es ja noch gewesen. Ist jetzt gleich los, ja? Ja, guck mal. Zeitmäßig, ja, das ist ja doch, ne, schon einiges besser. Also diesmal sieht es sehr gut aus für dich. Das ist so ein Fingerschnipp-Moment schneller, ne? Ja. Ja, wirklich ein Fingerschnipp, ne? So eine Sekunde, ne? So. Viel schlechter war dein Start jetzt aber auch nicht, ne? Nö, nö. Bist gleich ganz gut mitgegangen, ja? Keine Positionsverbesserung, ne? Gas und Bremse spielen hier hin und her und hin und her, damit du da rumkommst. So, da hast du es eigentlich wieder schwieriger, ne? Du musst, glaube ich, mit Knöpfen machen oder du drückst den tatsächlich nach vorne, ne? Du musst dann nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten mit dem Joystick. Ja, aber das ist eigentlich kein Problem. Dafür muss ich nicht drücken. Da kriegst du irgendwann auch einen dicken Arm, ne? Ja. Stell ich mir ein bisschen böser vor als mit dem Lenkrad hier, mit Pedale, wenn ich dann abwechselnd da nur drauf trete, ne? Ja, Putis betätige. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile einzeln, ne? Aber wenn du besser fährst, ist ja halt auch. Du bist auf jeden Fall flexibler mit dem Joystick, ne? So ein Lenkrad, das musst du wohl dran schrauben. Da musst du gucken, ah, ich muss das, muss die Pedale da dran anschließen, ah, ich muss das Netzteil dran machen, oh, wo ist das verfluchte USB-Kabel, wo ist der verdammte Stecker, den ich noch reinstecken muss, ne? Wo hat er sich wieder verkrochen? So ein Joystick, ja, den nimmst du dir, ziehst das Kabel weg, schließt das Ding dran, fällt, ne? Das Plug and Play ist da halt ein bisschen komfortabler. Ich bin schwer gehandicapt jetzt hier mit zwei Zeitschriften direkt am Anfang, also mal scheiße. Ich wollte schon gerade sagen, wieso bist du plötzlich in meinem Rückspiegel? Ja, kann doch nicht sein. Was ist da los?
Ja, sieht nicht gut aus. Aha, das hast du vorhin schon mal gesagt. Und dann, ne? Letzte Runde oder was, ne? Schön dann aufgejagt. Dann hat er mich platt gewalzt, ja. Alles aufgeholt. Ja, aber du hast 16 Sekunden im Vorsprung, das ist erheblich. Ja, ist ein bisschen besser. Man müsste mal ein bisschen suchen, ob das Spiel nicht vielleicht doch auch einen gewissen Kaugummi-Effekt hat, ne? Also ein Gummiband-Effekt. Das ist ja etwas, was man Need for Speed immer so nachsagt, ne? Mhm. Dass du quasi nicht wirklich richtig krass verlieren kannst, so, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Glaube ich bei dem Spiel allerdings hier tatsächlich nicht. Nee, fühlt sich nicht so an, ne? Nee. Naja, und bei F1 2018 halt auch auf gar keinen Fall, ne? Was ich der da für eine Zeitdifferenz den Tag reingefahren habe da, weil ich es irgendwie gerade voll drauf hatte mit dem Wagen auf dieser Strecke da. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gefahren sind, aber das war echt brutal, ne? Ja, absolut. Und noch eine Zeitstrafe, das wird nichts mehr. Ah, warte mal, das sind noch nicht mal die Hälfte der Runden vorbei. Wer weiß, was mir noch passiert, dann holst du das alles wieder auf. Das war schon eine coole Nummer eben gerade. Also, wenn das kein Skill war, dann weiß ich auch nicht. Ja, du musstest ja quasi die ganze Zeit perfekt fahren, um das aufzuholen. Ohne dir auch nur den kleinsten Schnitzer großartig zu erlauben. Mhm. Oh, und eiskalt durchgezogen. Richtig Killer. Ich bin auch nicht so der Freund von diesem Wagen hier. Ja, eiert ein wenig, ne? Soll man das eigentlich an sich, soll man das wirklich gemacht haben? Also dieser kleine, der quasi der Nachfolger von der A-Klasse, dass man da mit AMG-Tuning was macht, weiß er nicht. Ja, ist ja quasi von der A-Klasse auf so ein Golfformat mutiert, ne? Boah, kann ich mir gut vorstellen eigentlich, so wie er sich hier fährt, ne? Wenn du den so im Straßenverkehr hast, so, macht bestimmt Spaß hier. Sicher. Kleine Turbozünder hier. Auf der Autobahn denkst du, ah ja, der die kleine A-Klasse, ne? Und dann, pupp, weg ist er, ne? Ja, die sind ja meistens von außen auch irgendwo schon zu erkennen dann, ne? Ja, wenn da groß und dick AMG dran steht, dann wissen natürlich alle Bescheid, ist klar. Zeitstrafe. Nee. Ich kenne ja leider keinen, der so ein V16er hat. Ne? Am besten noch mit Turbo, ne? Mhm. Das würde ich auch gerne machen. Das macht bestimmt richtig Laune. So ein Turbo-Gockel gepimpt, da wäre natürlich das der Oberkracher, ne? 500 PS oder so. Nur mitfahren, ist ja nicht deins oder so, ne? Mhm. Weil da jemand mal Spaß dran hat, mit dir eine Runde zu gurken, so, ne? Mhm. Einfach mal den Druck erleben, ne? Was das so hermacht, das muss brutal sein, das muss voll Spaß machen. Aber wer sowas fährt, hat er dann, wenn er jemanden mitnimmt, hat er halt auch riesen Verantwortung, ne? Mhm. Wenn du da nicht diesen Allrad, diesen 4-Motion-Umbau hast, in so einem alten Golf 2 oder so. Wenn er da das Lenkrad irgendwie, wenn er dagegen arbeiten muss, weil er voll zur Seite wegzieht, ne? Mhm. Das muss schon übel sein. Da kann halt auch nicht jeder fahren, ne? Das ist schon irgendwie, muss man sich wahrscheinlich langsam steigern und trauen, ne? Mhm. Ja gut, wenn er auf einer Viertelmeile, wenn er da irgendwie über 1000 PS wegholzt mit seinem, was war das da? Keine Ahnung mehr, wie er den nannte da, das war ja so ein Golf 2, ich glaube, der hat 1300 PS oder so.
nur so auf Beschleunigung ausgelegt, das ist natürlich schon heftig, ne? Weiß ich nicht, man kennt so diese Autos, die so 200 PS haben oder so, ne? Wenn man da mal voll drauf drückt, das ist ja schon nett, ne? Aber der hat einfach mal 1000, über 1000. Aber jetzt bei eben das Vierfache. Und dann mit der ganzen Übersetzung im Getriebe noch Beschleunigung gepeitscht, das ist wahrscheinlich echt krass. Ich hangel jetzt mich hier von einer Zeitstrafe zur nächsten, weil wenn man jetzt da so fährt, dann will man ja auch ein bisschen aufholen noch, da ist einfach dann Geschichte. Zu viel Risiko. Irgendwie habe ich ja Mützen ziehen, ne? Das liegt bestimmt am Wetter. Dass die ganzen Tage so knaller heiß war und jetzt ist das so regnerisch abgekühlt. Etwas schwül, sagt man ja, ne? Wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist. Es drückt. Ist man alles so gar nicht mehr gewohnt, ne? War halt die ganze Zeit davor alles anders mit der Temperatur. Aber an sich ist ja auch mal wieder richtig cool, dass man wieder mal einen vernünftigen Sommer hat, ne? Ja, sieht so aus, ne? Wenn man jetzt schön einen Spaziergang macht und Sonne tanken geht, ist das richtig cool. Genauso wie man sich halt über einen vernünftigen Winter, wenn man dann mal wieder einen hat, mit richtig Schnee, ne? Und auch zur richtigen Zeit, meine ich. Hatten wir letztes Jahr überhaupt nichts, ne? Kein einziges. Leider nicht so, ne? Aber da davor hatten wir, glaube ich, einen ziemlich guten Winter, ne? Ich fand das immer. Also ich mag das nicht, wenn es schneit, dann draußen unterwegs zu sein. Ich bin doch absolut nicht der Wintertyp, ne? Aber wenn du so drin bist und siehst, so wie es schneit, das ist halt. Hat ja gerade an Weihnachten halt auch was Kulturelles, ne? Weihnachten. Weiße Weihnachten und wenn es Heiligabend dann noch schneit, dann ist schön. Dann hat man auch mal Lust, dieses ganze Lichtergedöns dann mal wieder an die Fenster zu machen. Aber wenn es einfach nur nasskalt ist, das nach nichts aussieht. That's a strong pace. Your lead is increasing. Keep up the great work. Oh, Benz quälen, da bin ich jetzt eher im Element, ja. Sieht so aus. Du bist jetzt schon gut in der letzten Runde, ne? Genau. Und du? Ja, gerade die letzte Runde begonnen. Okay, dann ist der Abstand jetzt aber auch nicht so krass, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon über die Ziellinie raus bin. Ja, er zeigt mir hier 26 Sekunden an, das ist schon erheblich. Okay, ja, das ist ein Stück. Also F1 2018 Verhältnisse wie den Tag, ja? Das war echt übel. Na gut, da habe ich wahrscheinlich aber auch schon, wenn auch unbewusst, geübt und dann die grauen Gehirnzellen wieder aktiviert, ne? Einfach gefahren. Ich habe ja vorher schon öfters dieses Zeitrennen gemacht und mich da immer verbessert und verbessert und verbessert und wieder verbessert, ne? Macht dann halt auch Spaß, ne? Deswegen sagte ich ja, organisiere das, ne? Ein bisschen Zeit und Lust dran hast, dann wirst du da auch jede Menge Spaß dran haben. Ich meine, das war sogar eigentlich mal irgendwann umsonst gewesen. Das war irgendwie auch wieder so eine Steam-Aktion. Da habe ich das auch nur angezockt. Das war wahrscheinlich noch mit meiner 7870 damals, mit der AMD-Karte. Oh ja, guck's dir später mal an. Das scheint ja ganz gut zu sein, ne? Und dann immer schön aufgehoben für später. Du bist gerade durchs Ziel gegangen, ne? Ja. WMD 2016. Wofür soll das WMD-Kennzeichen stehen? Ich glaube, das ist Kürzel von dem
von dem Producer hier von dem Spiel. Ja, Glückwunsch, sehr gut. Die Runde ging an mich, ne? Absolut. Das sind fast 30 Sekunden. Nicht schlecht. Also viel. Hast du dir aber noch ein paar Schnitzer dazu geholt, wa? Ja, ich habe jede Menge Zeitstrafen da kassiert. Jetzt gerade beim Aufholen auch, weißt du? Ja, dann geht kannst du halt nicht mehr schnell beschleunigen für eine Zeit lang und dann ist halt blöd, ne? Ja. Nimmst du noch auf jetzt eigentlich? Im Moment läuft die Aufnahme noch, denke ich. Okay, ja. Kann ja mal stoppen und kann eine neue Aufnahme starten. Kann man das auch stoppen und später weitermachen? Pausieren könnte ich das tatsächlich auch, ja.